Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jan Hofer. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bundesfinanzminister Scholz hat Forderungen nach einer deutlichen Erhöhung des Wehretats eine Absage erteilt. Die Bäume wachsen leider nicht in den Himmel, sagte er der Bild am Sonntag. Die vorhergesagten zusätzlichen Haushaltseinnahmen würden gebraucht, um das Digitalnetz auszubauen und Steuerzahler zu entlasten. Dagegen verlangt Verteidigungsministerin von der Leyen mit Unterstützung von Kanzlerin Merkel einen weitaus stärkeren Zuwachs für die Bundeswehr als geplant. Zufrieden sieht anders aus. Die Verteidigungsministerin bekümmert vom Zustand der Bundeswehr. Dabei hatte die Kanzlerin Hoffnung gemacht, die Bundeswehr brauche mehr Material und Ausrüstung, das heißt mehr Geld. Heute nun gießt der Finanzminister Wasser in den Wein. Der Bild am Sonntag sagt er, trotz sprudelnder Steuereinnahmen werde es für von der Leyen kaum extra Geld geben. Der Bundesfinanzminister verletzt den Koalitionsvertrag, wenn er an seinen Planungen festhält. Und er gefährdet auch die Zuverlässigkeit Deutschlands in unseren Bündnisverpflichtungen, die wir eingegangen sind, auf NATO-Ebene und auf EU-Ebene. Die jüngste Steuerschätzung schien eine gute Nachricht für die Truppe. 10 Milliarden Euro mehr wird der Bund bis zum Ende der Legislatur einnehmen. Das Problem bei der Bundeswehr sei nicht fehlendes Geld, sondern die Unfähigkeit des Ministeriums, kritisiert die SPD. Und klingt ganz anders, als man es von einem Regierungspartner erwarten würde. Wenn man will, dass Frau van der Leyen gleich zurücktreten muss, dann müsste man ihr jetzt 10 Milliarden mehr geben. Dann wäre die Bundeswehr, dann wäre das Ministerium komplett überfordert. Man müsste sich einige Jahre lang mal mit den Strukturen der Bundeswehr beschäftigen. 12 Milliarden Euro zusätzlich will die Verteidigungsministerin bis 2021. 5,5 Milliarden soll sie kriegen und vielleicht ein bisschen mehr, so Scholz. Unterschiedliche Bewertungen, was das bedeutet. Dass die Mängel, die die Bundeswehr hat, die nicht nur durch die Finanzen zustande gekommen sind, durch die mangelnden Finanzen, offensichtlich nicht beseitigt werden sollen. Und das ist jedenfalls ein Fehler. Olaf Scholz und Ursula von der Leyen streiten jetzt wie die Kesselflicker über das Geld. Sie tun das auf dem Rücken der Bundeswehr und der Menschen, die dort arbeiten. Sie müssten eigentlich die strukturellen Probleme angehen. Der Haushalt ist noch nicht beschlossen. Doch beim Wehretat gibt es in der Koalition deutliche Misstöne. Nach der Bremer Affäre um unrechtmäßige Asylbescheide überprüft das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 10 weitere Außenstellen. Sie seien aufgefallen, weil es dort bei Asylentscheidungen statistische Abweichungen gegeben habe, berichtet die Bild am Sonntag. Insgesamt geht es um 8.500 Fälle. In Bremen sollen über Jahre Asylanträge ohne rechtliche Grundlage bewilligt worden sein. In diesem Zusammenhang werden jetzt neue Vorwürfe gegen das Bundesamt laut. Noch am Freitag hatte BAMF-Chefin Jutta Kort in einer Pressekonferenz erklärt, ihre Behörde wolle den Skandal um unrechtmäßige Asylbescheide in der Bremer Außenstelle lückenlos aufklären. Doch die Führung des BAMF, sie hat in der Vergangenheit allenfalls zögerlich und offenbar widerwillig aufgeklärt. Das legen jetzt interne Mails nahe, die NDR und SZ vorliegen. Der zuständige Abteilungsleiter in der Nürnberger Zentrale wurde demnach wegen möglicher Unregelmäßigkeiten in der Außenstelle Bremen im Februar 2017 angeschrieben. Er ordnete zwar eine Prüfung an, schrieb aber weiter: Würden Sie bitte geräuschlos wie vorgeschlagen vorgehen? Ich möchte nicht, dass alles bis ins Detail geprüft wird. Erst einmal, falls möglich, vorsichtig nachbohren und Rückmeldung an mich. Und sein Mitarbeiter schrieb: Sollte die Causa an die Öffentlichkeit gelangen, würde dies ein schlechtes Bild auf das Bundesamt werfen. Auch Warnungen aus Niedersachsen im März 2017 verhallten. Mitarbeiter der Region Hannover informierten die BAMF-Zentrale schriftlich über dubiose Asylentscheidungen in Zusammenhang mit der Außenstelle Bremen. Doch eine Antwort gab es nicht. Das Vertrauen ins BAMF ist jetzt radikal erschüttert. Und dafür muss was gemacht werden, denn es geht ja um einen hochsensiblen Bereich. Das BAMF erklärt zu den Mails heute, man habe den Vorgang erst intern klären wollen, eine Prüfung der Hinweise unverzüglich eingeleitet. Unterdessen bestätigte das Bundesinnenministerium, dass 10 weitere Außenstellen der Behörde auf Abweichungen überprüft werden sollen. Überschattet von Boykottaufrufen der Opposition ist in Venezuela heute ein neuer Präsident gewählt worden.
Der sozialistische Amtsinhaber Maduro hofft trotz aller Proteste auf seine Wiederwahl für eine zweite sechsjährige Amtszeit. Das südamerikanische Land an der Karibikküste befindet sich in einer schweren Wirtschafts- und Versorgungskrise. Die Ölforderung ist eingebrochen. Und die Inflationsrate für 2018 liegt bei geschätzt 14.000%. 4.30 Uhr in der Früh. Die Fanfare ist ein Weckruf für die Bürger in Caracas, insbesondere für die Regierungsanhänger. Eine Erinnerung, wählen zu gehen. Der sozialistische Präsident Maduro kandidiert für eine zweite Amtszeit und hat eine sehr große Wahlbeteiligung versprochen. Diktator haben sie mich genannt. Sollen sie zu mir sagen, was sie wollen. Aber zu sagen, das venezolanische Volk lebe in einer Diktatur, ist eine Beleidigung für das Volk. Weite Teile der Opposition indes haben zum Boykott der Wahlen aufgerufen. Umfragen zufolge wollen nur 28% der Maduro-Gegner wählen gehen. Das sind keine freien Wahlen. Ich kann nicht den Kandidaten wählen, den ich will. Maduro ließ die Präsidentenwahl um 7 Monate vorziehen. Namhafte Parteien und Oppositionelle wurden von der Teilnahme ausgeschlossen. Mit Henry Falcón gibt es nur einen relevanten Gegenkandidaten. Es gibt eine enorme Unklarheit über diesen Wahlprozess. Dafür scheint das Ergebnis schon sehr klar. Offensichtlich ist das keine Wahl, die dafür gedacht war, wirklich zu wählen. Venezuela leidet unter einer Hyperinflation. Geld ist wertlos. Wasser, Essen, Medikamente sind Mangelware. Vor einem Jahr demonstrierten Hunderttausende für die Absetzung des Präsidenten. Dennoch rechnen jetzt viele mit einem Wahlsieg. Es ist davon auszugehen, dass der Präsident mit diesen Wahlen die Gräben in der Bevölkerung vertieft, statt zu versöhnen. Seine Kritiker verlieren jegliche Hoffnung in das politische System. Auch online halten wir Sie über die Wahl in Venezuela auf dem Laufenden. Alle wichtigen Infos und Ergebnisse finden Sie auf tagesschau.de. Im Handelsstreit zwischen den USA und China gibt es eine Annäherung. Nach Gesprächen in Washington hieß es, beide Länder wollten vorerst auf gegenseitige Strafzölle verzichten. Außerdem werde Peking mehr US-Produkte und Dienstleistungen kaufen. Weitere Verhandlungen sollen folgen. US-Präsident Trump hatte immer wieder beklagt, dass China deutlich mehr Waren in die USA ausführt, als die Volksrepublik aus den Vereinigten Staaten einführt. Der türkische Präsident Erdogan hat dem bosnischen Sarajevo eine umstrittene Wahlkampfveranstaltung abgehalten. In seiner Rede vor tausenden Anhängern warb er um Unterstützung der im Ausland lebenden Türken bei den Wahlen am 24. Juni. Die Auslandstürken machen etwa 5% aller Wähler aus. Es war Erdogans bislang einziger Wahlkampfauftritt im europäischen Ausland. In Deutschland sind solche Veranstaltungen verboten. Es war eine weite Anreise zu einem umstrittenen Auftritt. An die 5000 Deutsch-Türken kamen ins bosnische Sarajevo, um den bisher einzigen Wahlkampfauftritt des türkischen Präsidenten im europäischen Ausland mitzuerleben. Weil die deutsche Politik das nicht zulässt. Alle anderen dürfen, aber die AKP oder der Recep Tayyip Erdogan darf nicht nach Deutschland einreisen. Sagt dieser AKP-Anhänger. Fakt ist, Wahlkampf von Politikern aus Nicht-EU-Ländern ist in Deutschland seit 2017 quasi untersagt. Damals sorgten Auftritte von Mitgliedern der Erdogan-Partei AKP für scharfe Kritik. Auch deshalb wurde Erdogans Wahlkampfrede an die Auslandstürken diesmal nach Sarajevo verlegt. Die Türkei wird sich in Bosnien-Herzegowina weiterhin engagieren, so Erdogan. Mit türkischer Finanzhilfe werde nun die lange geplante Autobahn zwischen Sarajevo und Belgrad fertiggestellt. Erdogans Auftritt ist in Bosnien nicht unumstritten. Das kroatische Mitglied im Staatspräsidium erklärte, mit dem Besuch würde dem Land ein schwerer strategischer Schaden auf dem Weg in die EU zugefügt. In der Rede vor ca. 15.000 Anhängern in der alten Olympiahalle hörte man dann viel über die historische Größe der Türkei und ihren europäischen Anspruch. Unsere Ahnen sind tausendjährige Europäer. Schon die Osmanen sind Richtung Europa gezogen. Jetzt leben 6 Millionen Menschen in Europa, die aus Anatolien stammen. Über den Wahlkampf hinaus bleibt die Botschaft des Auftritts. Die Türkei will sich auf dem Balkan wieder als politischer Machtfaktor etablieren. Die Postbank will bis Ende des Jahres jede 10. ihrer etwa 1000 Filialen schließen. Am Ende würden es deutlich mehr als 100 in diesem Jahr sein, sagte Vorstandsmitglied Klöß der Bild am Sonntag. Der Großteil der Mitarbeiter sei von der Deutschen Post ausgeliehen und werde dorthin zurückkehren. Am stärksten betroffen ist nach Zeitungsinformationen Nordrhein-Westfalen mit 21 Schließungen.
Christen in aller Welt feiern heute Pfingsten. Der biblischen Überlieferung nach ist 50 Tage nach Ostern der Heilige Geist über die Apostel gekommen, sodass sie in allen Sprachen sprechen konnten. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, sagte in seiner Pfingstpredigt, der Geist Gottes trage es den Gläubigen auf, offen zu sein für alle Völker, Sprachen und Kulturen. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Bedford Strom, bezeichnete das christliche Kreuz als zentrales Identitätssymbol, das kein Gegenstand des Streites sein dürfe. In Berlin haben hunderttausende Menschen den inzwischen traditionellen Karneval der Kulturen gefeiert. Fast 70 Gruppen nahmen heute an der multikulturellen Parade durch die Straßen Kreuzbergs teil. Das Straßenfest geht noch bis morgen und fällt in diesem Jahr etwas kleiner aus. Zudem gibt es strenge Zugangskontrollen. Den Karneval der Kulturen in der Hauptstadt gibt es seit Mitte der 90er Jahre. Wenige Wochen vor Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland gibt es neue Doping-Verdachtsfälle im Gastgeberland. Nach ARD-Recherchen ist davon möglicherweise auch die russische Nationalmannschaft betroffen. Auffälligen Dopingproben mehrerer Fußballspieler soll nicht ausreichend nachgegangen worden sein. Der Fußball-Weltverband FIFA bestätigte, dass entsprechende Hinweise untersucht würden. Nun könnte der russische Dopingskandal auch die Fußballnationalmannschaft des WM-Gastgebers erreichen. Russische Funktionäre werden verdächtigt, auffällige Befunde in der Vergangenheit vertuscht zu haben. Der Verdacht, sie ließen Testergebnisse verschwinden, die auf Doping hinweisen könnten, auch von Spielern, die im Kader für die WM in 4 Wochen stehen. Der ARD-Doping-Redaktion liegt eine Liste mit Spielernamen und Codenummern von Dopingproben vor. Die Liste basiert auf Informationen von Ermittlern und Auswertungen einer Razzia im Moskauer Dopingkontrolllabor 2014. Dabei stellte die Welt-Anti-Doping-Agentur Proben sicher, die trotz auffälliger Befunde in Russland nicht weiterverfolgt wurden. Mit dabei Spieler des aktuellen WM-Kaders. Das haben wir Methode des Verschwindenlassens positiver Testergebnisse genannt. Es war die Methode des Labors, mit denen es Ergebnisse falsch weitergemeldet hat. Außerdem hat die WADA nach ARD-Informationen eine hohe zweistellige Zahl von auffälligen Dopingtestbefunden russischer Fußballer aus einer Datenbank ermittelt und dem Weltfußballverband gemeldet. Was ich sagen kann, ist, dass wir natürlich Befunde haben, die sehr, sehr verdächtig sind und die auch entsprechend ermittelt werden müssen. Der Fußball-Weltverband teilt auf Anfrage mit, Ermittlungen würden laufen. Man hoffe, in den kommenden Wochen einen neuen Stand verkünden zu können. Die FIFA ist unter Zugzwang und sie ist spät dran. Ob die Ermittlungen so kurz vor der Fußball-WM noch abgeschlossen werden können, erscheint fraglich. Es ist zu befürchten, dass für den WM-Gastgeber auch Spieler antreten, die Teil des russischen Dopingsystems waren. Eintracht Frankfurt feiert den Gewinn des DFB-Pokals. Nach dem gestrigen 3:1-Sieg in Berlin gegen Bayern München wurde das Team heute in der Heimat von tausenden begeisterten Fans empfangen. Nach dem Autokorso vom Flughafen in die Innenstadt präsentierte die Eintracht auf dem Balkon des Frankfurter Römer die Trophäe. Es sind Momente heute in Frankfurt, die bleiben. Stolz präsentiert der künftige Bayern und noch Eintracht-Trainer Niko Kovac den goldenen DFB-Pokal vor 12.000 Fans auf dem Frankfurter Römer. Eine Stadt im Ausnahmezustand nach dem ersten Titel des Vereins seit 30 Jahren. So geil! Ante Rebic! Ante Rebic, gestern der Matchwinner mit 2 Toren im Pokalfinale gegen die Bayern. Eintracht Frankfurt gelingt die Sensation. Dank großer Leidenschaft, unbändigem Willen und auch dem nötigen Glück. In der Nachspielzeit macht Nihat Gacinovic den am Ende verdienten 3:1-Sieg gegen den FC Bayern perfekt. Eine Riesenüberraschung. Der Rest sind Emotionen pur. Egal, ob wir irgendwann mal Dritter waren oder Vierter. Ja? Am Brandenburger Tor feierte die Eintracht noch bis tief in die Nacht. Heute folgte dann der Autokorso durch die Innenstadt, wo mehr als 50.000 Fans den 5. DFB-Pokalsieg der Eintracht ekstatisch zelebrierten. Werde deutscher Meister! Und nun die Wettervorhersage für morgen, Pfingstmontag, den 21. Mai. Auch morgen erwartet uns zweigeteiltes Wetter. In der Nacht klingen Schauer und Gewitter im Süden und Westen langsam ab. In der Nordosthälfte ist es meist klar. Gegen Morgen ziehen an der Ostsee Wolkenfelder auf.
Am Tag ist es im Norden und Nordosten meist sonnig, sonst neben Sonne auch kompaktere Wolken, die vor allem im Süden und Südwesten hier und da Schauer und Gewitter bringen, die örtlich kräftig ausfallen können. In der Nacht 15 bis 6 Grad, am Tag 17 Grad auf Rügen, 27 Grad am Rhein. Am Dienstag im Nordosten häufig Sonne, sonst teils Wolken, teils Sonne und hier und da Schauer und Gewitter, die kräftig sein können. In den Tagen darauf öfter Schauer und Gewitter, im Nordosten weiter viel Sonne. Pina Atalay hat um 23.15 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Immer neue Vorwürfe gegen das BAMF. Hat die Behörde bewusst eigene Fehler nicht aufgeklärt? Und Wahlen in Zeiten der Krise. Wie geht es weiter in Venezuela? Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.